diese ekligen Geräusche. Bah. Nochmal hin. Könnt ihr vergessen. Das war ja mal mega mies. Ich weiß nie, ob das meine Schritte sind. Oder von Gegnern. Ich keine Ahnung. Aber was ist denn hier mit dieser Spur? Willst du mir hier irgendwas sagen? Ist hier irgendwas? Warum spiele ich das? Ich will das gar nicht spielen. Warte mal ganz kurz. Lass mich hier mal. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von 4 Chemikalien eine starke Säure ergibt. Und das soll heißen, dass. Ich muss jetzt erstmal 4 Chemikalien finden, mit der ich dann dieses Gewebe da zerstören kann, oder? Ich
muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich das Spiel durchspielen werde. Ich, Achso, okay. Also das muss jetzt zum Beispiel... Was? Die Chemikalien müssen mit den geeigneten Apparaturen verarbeitet werden. Die Chemikalien müssen zunächst vermischt werden. Okay, das heißt, heißt wahrscheinlich, dass ich das jetzt alles erst suchen muss. Na, super. Was war denn das? Gib mir das. Gib mir das. Danke. Nicht, dass ich hier noch mal was finde, oder? Finde ich hier noch mal so Chemikalien? Ach, und was ich noch sagen wollte, falls ihr meinen Hintergrund bemerkt, der sieht wieder aus wie vorher. Ich habe dieses weiße Tuch erstmal jetzt weggelassen, da ein Zuschauer gesagt hat, zu Horrorspielen würde besser ein dunkler Hintergrund passen. Und dafür muss ich mir jetzt erstmal irgendein dunkles Laken, dunkle Tischdecke, weil ich muss gestehen, das Weiße war eine Tischdecke von meiner Mama, die ich benutzt habe. Und ja. Aber so ganz war ich mit diesem weißen Hintergrund auch nicht so wirklich zufrieden. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen eingeengt gefühlt. Hatte ich so das Gefühl. Ja, deswegen bin ich noch am überlegen, wie ich das alles machen könnte. Okay, hier war ich schon. Da geht es nicht weiter. Okay, ich glaube, ich muss zurück.
hier finde ich sonst nichts mehr. Schlimmster Jumpscare bis jetzt in dem Spiel. Meine Fresse. Hier werde ich ja wahrscheinlich auch nirgendwo erstmal hinkommen, ne? Nö. Au. Wow, Jenny. Das war ja echt... Okay, das ist nur Öl für die Laterne. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel durchspiele, weil ich gehört habe, dass das noch ziemlich krass werden soll. Und ich weiß nicht, ob mein Herz das überstehen würde. Deswegen. Wisst ihr was? Ich beende die Aufnahme von Amnesia jetzt erstmal für heute.
Ich spiele ja nämlich schon eine Stunde lang. und mal schauen, eventuell nehme ich jetzt noch ein bisschen Alice auf. Einfach für ein bisschen Abwechslung. Vielleicht, aber nur vielleicht, nehme ich noch das andere Spiel auf, wo ich anfangen wollte. Mal sehen, eventuell, wenn Alice mich wieder richtig abnervt. ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, beziehungsweise gleich bei Alice oder dem anderen Spiel, das ich noch nicht verraten werde. ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!